alle Jahre wieder. Und so fand auch dieses Jahr wieder das Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos statt. Was berichten uns die Medien dazu? Demokratie statt Klima, das sind die neun größten Risiken für die Welt. WEF-Fachleute warnen vor Desinformation und Extremwetter. Doch Desinformation ist ihre größte Sorge. Fehl- und Desinformation sehen Expertinnen und Experten für die nächsten 2 Jahre als größte Bedrohung. Der Zusammenhang zwischen Falschinformationen und gesellschaftlichen Unruhen wird bei den Wahlen, die in den nächsten 2 Jahren in mehreren großen Volkswirtschaften anstehen, im Fokus sein, heißt es im Bericht. Und hier ebenfalls, Experten sehen Fake News als eine der größten Gefahren der kommenden Jahre. Wie zum Beispiel die Beeinflussung von Wahlen durch KI-gesteuerte Desinformation. Also Fehlinformationen und Desinformationen die größten kurzfristigen Risiken, während extreme Wetterbedingungen und kritische Veränderungen der Erdsysteme langfristig die größte Herausforderung darstellen. Für das WEF wird also Desinformation die größte globale Bedrohung sein. Für dieses Jahr 2024 stehen Desinformationen sogar an erster Stelle der globalen Risiken. Die Frage, die sich nun stellt, ist, weshalb sind wohl Fehlinformationen die Hauptsorge dieser sogenannten Experten? Wer bestimmt überhaupt, was eine Fehlinformation ist und was nicht? Dessen müssen wir uns bewusst sein, denn ihr Maßstab ist bestimmt nicht Gottes Wort. Ich denke, was sie da in Wirklichkeit damit sagen wollen, ist, wir entscheiden, was wahr ist und was nicht. Und dafür müssen sie natürlich die Medien kontrollieren. Also ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr das seht oder liest. Aber ich fühle mich gerade ins dunkle Mittelalter versetzt. Heute im Jahr 2024 ist die Welt wieder genau an dem Punkt angelangt, wo man dabei ist, den Menschen ihre Redefreiheit, ihre Gewissensfreiheit wegzunehmen, so wie damals im Mittelalter mit der Inquisition. Hören wir uns einmal an, was die EU-Präsidentin Ursula von der Leyen auf dem WEF-Gipfel hier in der Schweiz zu sagen hatte. Für die internationale Wirtschaftsstakeholder ist nicht Konflikt- oder Klimakrise für das kommende Jahr das größte Problem, sondern Missinformation wie auch die Polarisierung, die sich quer durch unsere Gesellschaften zieht. Diese Risiken sind wirklich ernst zu nehmen, denn sie stellen bedeutende Hürden bei der Bearbeitung all jener Probleme dar, die uns heute beschäftigen. Die Klimakrise ist hier zu nennen. Auch das geopolitische Klima, tektonische Bewegungen in unseren Demokratien, in unseren politischen Systemen, regionale Konflikte, Spannungen, die weiter zunehmen und auch Auswirkungen auf die Lieferketten haben. Was hat sie gesagt? Unser wichtiges Anliegen ist die Bekämpfung von Desinformation und Fehlinformationen. Europa als Kontinent scheint zu vergessen haben, wem wir die Gewissensfreiheit eigentlich zu verdanken haben. Dem Protestantismus, eine Freiheit, die mit dem Blut von Gläubigen erkauft wurde. Und nun sprechen sie davon, dass man Desinformationen und Fake News bekämpfen muss. Und gleichzeitig sagen sie auch, dass es an der Zeit sei, den Regierungen gegenüber Vertrauen aufzubauen. Die ernüchternde Realität ist es, dass wir erneut stärker ringen müssen um das, was wir benötigen. Das hat uns dieses Jahr mehr beschäftigt als in den letzten Jahrzehnten und führt auch dazu, dass das diesjährige Treffen wichtiger denn je ist. Vertrauen wieder schaffen. Ein bedeutendes Motto. Sie wollen Vertrauen wieder aufbauen. Und wieso? Weil sie das Vertrauen der Bürger verloren haben. Und zwar dank alternativen Medien, dank all denjenigen, die die Wahrheit aufdecken und ihre Machenschaften entlarven.
Sie wollen angebliche Fehlinformationen bekämpfen, die eigentlich die Wahrheit aufzeigen über ihre Pläne und Ziele, so dass sie weiterhin die Massen täuschen und versklaven können. Und das alles im Namen der Bewahrung vor angeblicher Fehlinformationen. Dabei waren sie selbst die Verantwortlichen dafür, dass Menschen ihr Vertrauen in die Regierungen dieser Welt verloren haben. In Kanada entschuldigte sich eine Politikerin dafür, wie man mit Menschen umgegangen ist, die sich nicht wegen Corona impfen lassen wollten. Klaus Schwab sprach am Weltwirtschaftsforum davon, dass wir nationale und individuelle Freiheitsrechte aufgeben müssen, und er sprach ebenfalls davon, dass es an der Zeit sei, das Vertrauen wiederherzustellen. We risk to become much more ego-centered and on a national and individual level. To break this cycle, we need a paradigm shift. We must rebuild trust, and that's actually the theme of our meeting. We have to rebuild trust. Trust in our future, trust in our capacity to overcome challenges, and most importantly, trust in each other. Auch bezeichnet Klaus Schwab Menschen mit eigener Meinung und darunter somit auch diejenigen, die Wahrheit und biblische Fakten präsentieren, als Antisystemleute. Everything which you have this anti-system movement. What we are seeing is a revolution against the system. So fixing the present system is not enough. Now there is, of course, a anti-system which is called libertarianism, which means to tear down everything which creates some kind of influence of government into private lives. It's dismantling the system. Braucht es uns daher zu verwundern, dass wir bei dem diesjährigen WEF-Treffen darüber sprachen, wie der Verstand von Menschen durch andere Menschen vergiftet wird, zum Beispiel durch Social Media Plattformen wie X? Denn X lässt Informationen zu, veröffentlicht zu werden, die ihre Agenda bedrohen und entlarven. Hier schreibt ein Ex-User, das WEF gerät in Davos in Panik, weil Elon Musk der freien Meinungsäußerung Priorität einräumt. Schauen wir uns das Video an. For a long time I was on Twitter, and now it's become such a toxic place that I've concluded it's not a worthwhile place to spend time. And as you said, it is exhausting. So you do have to pick and choose. And you have to think about where the places where you can get your message across. But I am trying to figure out, I mean, I have given up on X, what a scary name that even is, right? And I don't know what the alternative is right now. So the question of the social media, I must say that I have abandoned Twitter too, so X, because, yeah, it's a toxic environment. Wir sind heute also wieder an einem Punkt in der Geschichte angelangt, wo Redefreiheit für die Mächtigen in dieser Welt ein Problem darstellt. Ja, man nennt eine Social-Media-Plattform wie X ein toxisches Umfeld. Wisst ihr, ich verstehe schon, dass gerade auch durch KI sehr raffinierte Videos und somit Informationen manipuliert werden können. Doch hier geht man, wie immer, von einem Extrem ins andere rüber. Wie bereits zu Anfang gesagt, wer entscheidet dann, was eine Fehlinformation ist und was nicht? Wenn man jetzt versucht, alles Kritische, was gegen Regierungsmächte geäußert wird, dadurch zu untergraben, dass man es Fehlinformationen nennt, wie können wir da den Menschen noch Gottes Wort weitergeben und Satans Machenschaften aufdecken, seine Lügen? Damit doch jeder noch selbst eine Wahl treffen kann, indem Informationen, die dabei sehr wichtig sind, ihm nicht vorenthalten werden. Das ist es doch, was wir tun. Wir warnen die Welt vor ihren Lügen, die sie uns als Wahrheit verkaufen wollen. Es geht darum, den Menschen zu helfen, damit sie sehen, was Babylon ist und wer dazugehört, so, dass sie selber entscheiden können, ob sie Teil davon sein wollen oder aus ihr herauskommen wollen oder nicht. Nun sehen sie darin die größte Gefahr,
nicht nur in diesem Jahr, sondern für die kommenden 2 Jahre. Mit anderen Worten, wer Ihnen nicht vertraut, ist irgendwelchen Fehlinformationen auf den Leim gegangen. Welche toxische Menschen auf toxischen Social-Media-Plattformen verbreiten. In dem Buch vom Schatten zum Licht, und ich kann es euch nur immer wieder empfehlen, es zu lesen. Auf jeden Fall wird uns hier über Babylon gesagt, dass ihre Sünden bis zum Himmel reichen und Gott denkt an ihren Frevel. Das Maß der Sünde dieser Stadt ist voll und das Verderben wird schnell über sie kommen, aber Gott hat noch ein Volk in Babylon. Und ehe seine Strafgerichte hereinbrechen, müssen die Treuen herausgerufen werden, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von den Plagen. Auch wird uns gesagt, dass die Kraft, die von der Heilsbotschaft ausgeht, nicht nur die irritiert, die ihr widerstehen. Die Geistlichen werden fast übermenschliche Anstrengungen unternehmen, um das Licht zurückzuhalten, damit es nicht auf ihre Helden scheint. Mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln werden sie versuchen, eine Diskussion über solch lebenswichtige Fragen zu unterdrücken. Ist das nicht auch das Ziel der Ökumene, dass man ja nichts Kritisches gegen eine andere Denomination äußert? Doch damit wird nur, wie hier geschrieben steht, eine Diskussion über lebenswichtige Fragen unterdrückt. Man wird sie mit Geldstrafen und Gefängnis bedrohen oder es werden ihnen als Anreiz zur Aufgabe ihres Glaubens einflussreiche Stellungen oder andere Belohnungen und Vorteile angeboten. Doch ihre standhafte Antwort wird sein, beweist uns unseren Irrtum aus dem Wort Gottes. Genauso wie sich Luther unter ähnlichen Umständen verteidigte. Diejenigen, die man vor ein Gericht führt, werden die Wahrheit kraftvoll verteidigen, so dass etliche, die ihnen zuhören, sich entschließen werden, alle Gebote Gottes zu halten. Auf diese Weise wird Licht zu Tausenden gebracht, die sonst nichts über diese Wahrheiten erfahren hätten. Und auch hier in Davos wurde Licht zu Tausenden gebracht. Gerade durch unsere Brüder und Schwestern, die vor Ort es sich nicht nehmen ließen, unter Gottes Schutz den Menschen Informationen weiterzugeben, durch Bücher, aber auch dadurch Zeugnis abzugeben, das nun wirklich wortwörtlich von Tausenden weltweit gesehen werden kann. Lasst uns daher mit allen uns möglichen Mitteln, mit dem Wort Gottes die Menschen vor dem Irrtum warnen, damit sie eine Entscheidung treffen können. Möge Gott uns dabei helfen.